Strömendes Wasser hat Kraft. Mit seiner Energie formt es den Verlauf unserer Gewässer. Die Natur hat sich darauf eingestellt. In der Strömung der flussabwärts drängenden Wassermassen steckt ein gewaltiges Potenzial. Grober Kies von der Kraft des Wassers bewegt. Langsam und beständig driftet das Geschiebe weiter. In naturnahen Auen sorgen bereits geringe Niederschläge für Überflutungen. Die Strömung des Wassers verändert Ufer, trägt Sedimente mit sich und formt die Flusslandschaften der Lippe nachhaltig. Hochwasser empfinden wir Menschen oft als Katastrophe. Für die Natur ist dies der Startschuss zur Erneuerung. Eigendynamik, dies beschreibt den Prozess der ständigen Veränderung von Lebensräumen. Ob Uferabbrüche in der Flusskurve oder Kiesbänke, wo vorher keine waren, frisch durchströmt, bietet die Flussnatur neue Startbedingungen für die weitere Entwicklung. Wasserpflanzen erobern neue sonnendurchflutete Standorte. Neu abgelagerte Sand- und Kiesbänke bieten Lebensraum für den Fischnachwuchs. Und die laichbereiten Eschen finden im Frühjahr geeignete Kiesbänke für die Ablage ihrer Eier vor. Noch lange Zeit bleibt das Hochwasser in den Flutmulden der Lippeauen und bietet Wasservögeln attraktive Flächen zur Nahrungssuche. Feuchte Auwälder gehören zu einer sich ständig verändernden Flusslandschaft. Immer wieder entstehen Stillgewässer. Hier wachsen zahlreiche Sumpfpflanzen. Hier ist das Reich der Amphibien. In der Kulturlandschaft ist er selten geworden, in den Lippeauen wieder heimisch, der Laubfrosch. Renaturierte und sich selbst überlassene Lippeverläufe entwickeln eine geballte Vielfalt. Angeschwemmtes Totholz, Fischschwärme von Döbeln in der Flussmitte, dichte Wasserpflanzenbestände in strömungsarmen Bereichen am Ufer und in den Uferhochstauden verschiedene Heuschreckenarten. Ermutigende Entwicklungen, die auf der Eigendynamik der Lippe beruhen und viele Arten wie den Flussregenpfeifer in ihr angestammtes Gebiet zurückkehren lassen. Neben Eisvögeln sind dies auch Kolonien von Uferschwalben, die immer wieder neue Steilwände an Flussufern benötigen. Nicht zuletzt sind es Biber, die wieder heimisch geworden sind, welche die Flusslandschaften der Lippe mit ihrer Tätigkeit verändern. Die lebendige Lippe kennt in ihrer Entwicklung keinen Stillstand. Sie wird in 10 oder 100 Jahren sicher anders aussehen als heute. Und das soll sie auch.